Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich drehe ja keine Monatsrückblicke, also was ich den letzten Monat gelesen habe, sondern ich zeige euch immer meine letzten 5 gelesenen Bücher. Ich habe mich ja dazu entschieden, einfach weil es besser für mich passt und ich immer mehr merke, dass es einfach ja irgendwie mehr zu meinem Leseverhalten passt und auch irgendwie mehr zu mir passt. Und ich freue mich tatsächlich auch immer sehr gerne, euch meine letzten 5 gelesenen Bücher zu zeigen. Und heute ist wieder der Fall, dass ich einen 5er-Stapel zusammen habe und ich gerne mit euch über diese Bücher sprechen möchte. Bei den Büchern, die ich euch heute vorstellen möchte, handelt es sich um solide Bücher, das heißt Bücher, die mir sehr gut gefallen haben, also Bücher, die ich durchaus empfehlen kann. Es sind keine Bücher dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben oder die ich sogar abgebrochen habe und demzufolge auch nicht empfehlen könnte. Das heißt, wir haben einen, wie ich schon sagte, sehr soliden Buchstapel. Ich habe sogar ein Buch dabei, beziehungsweise ein Buch ist auf diesem Stapel, was mir sehr gut gefallen hat und ich habe sogar eigentlich erwartet, dass mir dieses Buch wirklich gut gefallen wird. Das habe ich tatsächlich erwartet, weil es eine Autorin ist, die ich sehr gerne lese, die ich eigentlich sehr gerne mag und deswegen habe ich das auch ein Stück weit erwartet und ich bin zum Glück nicht enttäuscht worden, weil mit Erwartungen ist das ja immer so eine Sache. Die sind mir dann immer recht hoch und dann wird man eigentlich in der Regel immer enttäuscht, aber das war diesmal nicht der Fall. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach von vorne an und ich zeige euch das erste Buch von dem 5er-Stapel, den ich gelesen habe. Das erste Buch, das ich euch heute zeigen möchte, ist der 3. Band einer Reihe und zwar, um genau zu sein, der Kate Burkholder Ermittelt-Reihe und zwar hier mit dem Titel Wenn die Nacht verstummt von der Autorin Linda Castiello. Dieses Buch ist im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen und wurde 2012 veröffentlicht. Übersetzt hat es die Autorin bzw. Übersetzerin Helga Austin aus dem Amerikanischen. Dieses Buch hat insgesamt 336 Seiten und ist damit von denen, die ich gelesen habe, das seitenärmste Buch, wenn ich das so sagen darf. Die anderen beiden anderen Teile haben über 400 Seiten, aber das tut der Geschichte so an sich eigentlich keinen Abbruch. Wie ich ja schon bereits vorneweg gesagt habe, möchte ich euch gar nicht so viel verraten, um euch einfach nicht zu spoilern. Aber ein paar Worte möchte ich dann doch noch verlieren. Und zwar geht es hier darum, dass wir die Ermittlerin oder beziehungsweise Polizeichefin Kate Burkholder natürlich wieder bei einem ihrer Fälle begleiten und sie auch wieder ein Stück näher kennenlernen, weil so von den 3 Fällen, die ich sie bisher begleitet habe, war dies der emotionalste Fall, weil es glaube ich auch ja die Ermittlerin selbst uns als Leser doch ein Stück noch näher gebracht hat. Der Fall ist natürlich wieder in Painter's Mill geschehen, das heißt, wir befinden uns auch wieder in der ja, Gesellschaft von Amischen, die ebenfalls in dieser Stadt leben, beziehungsweise an der Grenze dieser Stadt. Und Kate wieder ihr Feingefühl beweisen muss zwischen normalen amerikanischen Menschen und den Amischen und da ihr Geschick unter Beweis stellen muss. So viel möchte ich von Max sagen, nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Das ist die Reihe um ja, die Ermittlerin Kate Burkholder, welche immer in der Gesellschaft von Amischen sich befindet, beziehungsweise mit diesen Menschen zu tun hat, was ich unglaublich interessant an dieser Reihe einfach finde, weil man hier wirklich einen guten Eindruck von der amischen Gemeinschaft bekommt und wie sie vielleicht auch heute leben und ja, welches Gefühl man für diese Menschen braucht, sage ich mal, beziehungsweise welche Probleme damit einhergehen können, wenn ja, diese beiden Gesellschaftsformen, sag ich mal, aufeinandertreffen. Ist natürlich, man darf hier natürlich nicht vergessen, dass es sich hier natürlich nur um fiktive Geschichten handelt, aber ich glaube, dieses Gefühl für die Amischen ist hier sehr, sehr gut wiedergespiegelt, beziehungsweise welche Probleme es verursacht, wenn beide Gesellschaften aufeinandertreffen. Aber so
krimitechnisch sind es definitiv richtig klasse Bücher, wie ich finde. Die drei Bände, die ich bisher gelesen habe, und wenn ich alle drei Bände miteinander vergleichen würde, wäre dies der Band, der für mich der schwächste ist. Der Fall war für mich trotzdem solide, er war gut durchdacht, er war jetzt nicht unvorhersehbar. Irgendwann kommt man schon auf die Finde, was hier dahinter stecken könnte, das ist ganz klar. Aber ich hatte eher hier das Gefühl, dass Linda Castiello uns die Polizeichefin ein Stück näher bringen wollte. Also sie hat den Band genutzt, um uns die Polizeichefin näher zu bringen, beziehungsweise sie auch nochmal auf eine ganz andere Ebene zu stellen, um nochmal ein Gefühl für sie zu entwickeln, um sie noch näher kennenzulernen und vielleicht auch ihre eigenen Probleme nochmal hervorzuheben, beziehungsweise ja nochmal ein neues Gefühl für sie zu bekommen. Und das ist das, was ich diesem Buch tatsächlich oder diesem Band sehr zugute halte, weil wenn ich jetzt nur diesen Fall betrachten würde, dann wäre es tatsächlich ein Buch, wo ich vielleicht dafür sorgen könnte, dass ich diese Reihe nicht mehr verfolgen würde, weil er war schon doch sehr, ja, vorhersehbar ein Stück und auch nicht so, das Gefühl hat nicht so hundertprozentig gestimmt für den Fall, wie es bei den anderen beiden Bänden gewesen ist. Nichtsdestotrotz war es für mich halt, wie gesagt, ein solider Band, vor allen Dingen, weil uns auch hier die Hauptprotagonistin, also Kate Burkholder, wirklich noch ein Stück näher gebracht worden ist. Deswegen verzeihe ich auch diesen kleinen, ja, Ausschwenker von dem Fall her und bin trotzdem sehr gespannt, was der vierte Band für mich bereithält, was der vierte Fall für mich bereithält, weil ich tauche sehr gerne in Payne das Mill ein, beziehungsweise gehe die Stadt sehr gerne besuchen und ja, freue mich quasi auf die neuen Ermittlungsarbeiten im neuen Band. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass bisher alle Fälle immer im Herbst, Winter waren. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mich auch täusche oder ich immer dieses Gefühl habe, dass es da relativ kalt war. Es war stürmisch, es war regnerisch und bin gespannt, ob sich das nochmal ändert, weil durch dieses Nassgraue, durch dieses Düstere und Dunkle natürlich auch immer nochmal eine andere Atmosphäre entsteht. Was natürlich für einen Krimi, einen Thriller immer passend ist, aber ich frage mich, ob es in dieser Stadt vielleicht auch irgendwann nochmal Sommer wird. Damit, ja, so viel zu dem dritten Band der Kate Burkholder Ermittelt-Reihe. Als zweites Buch habe ich ebenfalls ein Buch gewählt, worüber ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren möchte, einfach weil ich zu diesem Buch bereits ein separates Video gedreht habe. Und wenn ihr meine genaue Meinung zu diesem Buch wissen möchtet, dann hüpft doch einfach mal rüber in das Video. Ich verlinke es euch sehr gerne hinter dem i bzw. unten in der Infobox. Es handelt sich um das Buch mit dem Titel Die Mäuse und der Übermut von dem Autoren Hay Preisen. Dieses Buch wurde Anfang März diesen Jahres veröffentlicht und hat insgesamt 248 Seiten. Dieses Buch wurde mir von dem Autoren selbst zur Verfügung gestellt. Auch hier möchte ich mich natürlich sehr, sehr gern nochmal über dieses Buch bedanken. Ich habe mich sehr gefreut darüber. In diesem Buch verfolgen wir eine Gruppe junger Menschen, die sich versucht, gegen die Obrigkeit zu wehren. Die Obrigkeit unterdrückt die Mittelschicht bzw. die Unterschicht und sorgt dafür, dass der Wohnraum immer teurer wird und damit immer knapper wird für die Mittelschicht bzw. die Unterschicht. Aber auch sie hat dafür gesorgt, dass in den Wohnungen Wasser nur einmal die Woche ist und dann das Wasser nicht mehr in den Wohnungen zur Verfügung steht und die Menschen einfach ins Badehaus gehen müssen. Und natürlich der Aufenthalt in so einem Badehaus ist dementsprechend auch nicht sehr günstig. Und genau dieses Leben oder diesen Ausbruch aus diesem Leben verfolgen wir hier in dieser Geschichte über diese jungen Menschen bzw. über den Ich-Erzähler, der uns ja die gesamte Geschichte erzählt und wir ein Gefühl für die Stadt bekommen und ja, wie sie halt einfach versuchen, aus diesem Leben herauszubrechen bzw. sich auch gegen diese Obrigkeit zu wehren. Mir hat das Buch im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen.
Ich mochte die Geschichte, ich mochte die Gesellschaftskritik, die hier drin steht. Ich mochte die Protagonisten. Natürlich kann man bei einer Gruppe von jungen Menschen nicht alle gleich mögen, aber grundsätzlich mochte ich sie sehr gern. Ich hatte aber allerdings, und das muss man ganz klar sagen, so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Geschichte, weil ich wirklich gefühlt Ewigkeiten für dieses Buch gebraucht habe. Ich habe gefühlt für 10 Seiten einfach eine Stunde gebraucht. Jedenfalls kam es mir so vor, einfach weil das sehr dicht erzählt ist, die Atmosphäre ist sehr dicht und wirklich in den Seiten wahrscheinlich einfach so viel drin steckt, dass man einfach eine Menge, dass man einfach ein Stück braucht für eine Seite bzw. 10 Seiten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass auch wenn ich lange für diese Geschichte gebraucht habe, mich das Ende unglaublich zufriedengestellt hat. Ich weiß nicht, an was es lag, aber ich hatte so ein warmes, herziges Gefühl am Ende dieser Geschichte, dass das Ende für mich diesen langen Prozess des Lesens tatsächlich wieder gut gemacht hat. Aus diesem Grund kann ich am Ende auch nur sagen, dass ich dieses Buch euch empfehlen kann. Schaut es mal euch an und wenn ihr genauere, ja, Informationen bzw. meine Meinung nochmal zu diesem Buch wissen möchtet, dann schaut in das Video rein, was ich bereits auf meinem Kanal habe, wo ich das Buch nochmal näher vorgestellt habe. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, beziehungsweise über das ich mit euch reden möchte, ist ein Buch, das ebenfalls im März diesen Jahres veröffentlicht worden und ich habe tatsächlich eine ganze Weile drum herum geschlichen, bis ich es mir gekauft habe und bis ich es dann letztendlich gelesen habe. Ich habe es zusammengelesen mit einer lieben Freundin von mir im Buddyread sozusagen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich es zusammen mit einer Freundin gelesen habe, weil da kann man tatsächlich noch mal über einzelne Aspekte richtig gut diskutieren und man nimmt vielleicht auch noch ein kleines Stück mehr aus einem Buch heraus. So viel sei nur zuvor weggesagt, es zählt definitiv zu meinem Jahreshighlight dieses Buch, einfach weil die Autorin es für mich immer wieder schafft, dass sie mit Alltagsklischee, mit Alltagsschubladen so gut spielen kann, dass man diese bei sich selbst nochmal überdenkt und diese auch nochmal bei sich selbst aufmacht und die Sachen, die da drin sind, ja herausholt und mit denen auch selbst nochmal in seinem Inneren spielt. Und zwar rede ich über Übermenschen von der Autorin Julie C. aus dem Luchthansa Verlag. Dieses Buch wurde, wie ich bereits gesagt habe, im März 2021 veröffentlicht und hat insgesamt 416 Seiten. In diesem Buch begegnet uns die Protagonistin Dora, welche zu Anfang der Geschichte in Berlin lebt und feststellt, dass ihr Partner, mit dem sie in Berlin lebt, vielleicht nicht der ist, den sie sich gewünscht hat, beziehungsweise durch bestimmte gesellschaftliche Veränderungen oder Zeiten, die angebrochen sind, sich so stark verändert, dass sie mit diesen Menschen nicht mehr klarkommt und kauft sich also zieht dann ihre Konsequenzen und kauft sich anschließend ein Häuschen auf dem Land im Umland von Berlin. Es ist ein sogenanntes Flohstock mit einem ja, Häuschen drauf, mit natürlich einer Geschichte entsprechend. Die Geschichte des Häuschen bzw. des Hauses deckt sie so nach und nach auf, spielt aber eigentlich hier keine Rolle. Es spielt hier eher eine Rolle die Nachbarn, die sie mit ja, immer mehr Zeit, das vergeht, mehr kennenlernt, die sich mehr in dieses Dorf integriert und feststellt, dass manche Dinge eben nicht so sind, wie sie auf dem ersten Blick erscheinen. Was hier verarbeitet wird in diesem Buch, ist die Corona-Zeit letzten Jahr. Also es ist ein relativ aktuelles Buch, was unsere Zeit widerspiegelt. Sie spiegelt in dieser Geschichte wird aber auch ja, Rassismus, ja, Schubladendenken verarbeitet, klischeehaftes Denken. Wie geht man mit Dingen um, die man vielleicht auch nur gelesen hat, gehört hat und jetzt selbst davon betroffen ist, um. Und das ist halt dieses Buch, was unglaublich, was den Mehrwert dieses Buches unglaublich ausmacht. Das heißt, man wird beim Lesen selbst ja herausgefordert, seine eigenen Schubladen nochmal zu öffnen, beziehungsweise sich zu fragen, was man tun würde. Der Nachbar von Dora, von ihrem neu erworbenen Grundstück,
ist, wie er sich selbst vorstellt, der Dorfnazi. Und anders kann man das auch tatsächlich nicht bezeichnen, weil das ist er. Und er bedient hier jedes Klischee und ich glaube, dieses Klischeehafte ist auch die volle Absicht von Julie C. Und ich finde, das passt hier auch dermaßen gut, dass man hier einfach die Klischeekiste aufmachen musste und ihn so zeichnen musste. Aber was das viel interessanter daran ist, wie geht Dora mit dem Dorfnazi um? Wie gehen alle anderen Dorfbewohner mit diesen Menschen um? Und welche Klischees haben denn eigentlich die anderen Dorfbewohner? Und das ist etwas, dieses ganze Dorfgeskizze oder die Skizze von diesem Dorf und diese menschlichen Tragödien, die in jedem einzelnen Dorfbewohner sich befinden, die den Menschen zu einem Menschen in dem Fall gemacht haben, finde ich unheimlich interessant. Und es sorgt einfach dafür, dieses Buch, dass man seine eigenen Gedanken nochmal überdenkt. Oder was würde man tun, wenn man jetzt in der Lage wäre? Sicherlich kann man ganz klar sagen, nicht jede Handlung, die Dora hier tut, muss man verstehen, muss man nachvollziehen können, beziehungsweise hätte man auch so machen können. Oder man wäre halt ein ganz anderer Mensch gewesen, beziehungsweise man hätte vielleicht auch anders reagiert, ganz klar. Aber das, was hier Dora macht, ist einfach, sie schaut auf den Menschen selbst und sie gibt diesen Menschen eine Chance, sich zu verändern und sie gibt jedem Menschen eine Chance, sich zu verändern und vielleicht auch nochmal über das Klischee hinweg von jedem Menschen, weil in jedem von uns steckt halt nun mal Menschen mit Empfindungen, mit Erlebnissen, mit Erfahrungen. Und ich will gar nicht kleinreden, dass es hier sich um den Dorfnazi handelt, ganz klar. Aber um Dinge zu ändern, muss man halt mit den Menschen reden. Man muss in das Gespräch kommen, man muss in die Kommunikation kommen. Und wie sollen sich Dinge ändern, wenn man sich nicht aufeinander zubewegt? Und ich glaube, das ist das, was Julie C. uns hier auch ein Stück weit mit sagen wollte, aufeinander zugehen und so die Probleme lösen und vor allen Dingen miteinander reden. Und ja, das ist dieses Buch, was eigentlich für mich zum Jahreshighlight macht, dass man selbst nochmal drüber nachdenkt, wie man auf manche Menschen reagiert, wie man auf manche Menschen agiert und dass man vielleicht ein Stück weit auch sein Handeln nochmal überdenken muss, aber das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, was andere Menschen tun. Man kann durchaus kritisieren, man kann kritisch bleiben und das sollte man auch durchaus, aber vielleicht ändert sich etwas, wenn man seine kritischen Gedanken auch äußert, beziehungsweise die Menschen selbst nochmal zum Nachdenken anregt. Mir hat dieses Buch unglaublich viel gegeben. Ich mochte es sehr. Ich kann es euch nur empfehlen zu lesen, weil es ist ein Buch, das unsere Gesellschaft einfach ein Stück weit auch braucht. Und ich finde, Julie C. hat einfach ein Talent, genau diese Themen anzusprechen, diese Themen in uns wachzurütteln, uns nochmal aufzuzeigen, was gerade auch ein Stück weit vielleicht schief läuft. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Schaut es euch gerne mal an, schaut mal, ob es was für euch ist. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt nochmal über Corona lesen kann. Ich sage nur so viel, ein Stück weit kommt hier Corona natürlich vor, aber nicht in dem Maß, in dem man das vielleicht vermutet. Das ist halt einfach hier mit drinne, weil es einfach zu der Geschichte auch passt. Und einfach die Rahmenbedingungen für Dora und ihr Leben bietet. Von daher, ihr braucht keine Angst haben, dass Corona hier eine allzu große Rolle spielt. Dafür sind hier viel, viel wichtigere Themen drinne, die verarbeitet worden sind. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch aus meiner Sub-Challenge. Ich habe es in meinem letzten Video zu meiner Sub-Challenge gezogen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin mal wieder heilfroh, dass ich diese Challenge einfach habe, weil ich wieder eine Autorin für mich entdeckt habe, die ich sehr gerne weiterverfolgen möchte. Und zwar handelt es sich um die Autorin Anne Reinicke, hier mit dem Titel Leinsee, aus dem Diogenes Verlag. Dieses Buch wurde im Jahre 2018 veröffentlicht und hat insgesamt 368
Seite. Ich habe dieses Buch damals auf der Leipziger Buchmesse in einem Goodiebag gehalten. Deswegen ist auch hier dieser rote Button drauf, wo drauf gedruckt ist, dass es sich um ein Leseexemplar handelt. Wenn man das Buch so an sich jetzt kaufen würde, wäre natürlich dieser rote Punkt hier nicht mit drauf. Nur falls ihr euch wundert, was dies für ein roter Punkt ist. In Leinensee verfolgen wir den Protagonisten Karl, der Sohn eines sehr erfolgreichen Künstlerpaares ist. Sein Vater ist gestorben, er hat Selbstmord begangen. Keine Angst, ich verrate auch euch nicht zu viel, denn das steht auch hinten auf dem Klappentext drauf. Und er wird natürlich jetzt zurückgerufen bzw. in sein Elternhaus gerufen, um auch seiner Mutter Beistand zu leisten, denn seine Mutter liegt im Krankenhaus. Wir verfolgen hier Karl, wie er sein Leben neu ordnen muss aufgrund von dem Tod seines Vaters, wie er sein ganzes Leben auf den Prüfstand stellt, wie er sich selbst reflektiert, aber auch wie er seine eigene Kunst reflektiert bzw. seine Kunst nochmal in Kontext zu seinen Eltern setzt bzw. einfach grundlegend nochmal hinterfragt. Das ist eigentlich auch schon die Grundgeschichte, die hier drin steckt, und es ist eigentlich eine sehr, sehr ruhige Geschichte, eine Geschichte, die sehr langsam dahin fließt. Es passiert halt nicht wirklich viel, weil wir hier tatsächlich uns in der Auseinandersetzung von Karl und seinem Leben sich befinden, und das ist auch tatsächlich meiner Meinung nach der Reiz dieses Buches, weil es mutet so sanft dahin und es hat so eine klare, feine Sprache, die sehr schnurkellos daherkommt, sehr klar ist, und irgendwie passt es zu Karl. Es passt zu den Beziehungen zu seinen Eltern, es passt zu der Beziehung zu seiner Mutter, und ich kann gar nicht sagen, es ist einfach eine grundsolide Geschichte, die mir an sich sehr, sehr gut gefallen hat. Meine Kritikpunkte an dieser Geschichte sind zwei Vorkommnisse, die ich an sich so nicht gebraucht hätte, die ich aber verstehe, dass die hier drin sind. Einmal ist ein Erlebnis mit seiner Mutter, ich will gar nicht zu viel verraten, die ich nicht gebraucht hätte, ganz klar, aber die Beziehung zu seiner Mutter so deutlich beschreibt, wie es vermutlich keine andere Szene gemacht hätte. Aber sie ist dennoch sehr, sehr skurril, wie ich finde, und man muss da tatsächlich erstmal ein Stück schnaufen, und vielleicht hätte man noch etwas anderes gefunden, um die Beziehung der beiden besser hervorzureben, beziehungsweise was das für eine Beziehung ist. Gut, die Autorin hat sich jetzt für diese Szene entschieden, sei es wie es sei, aber wie gesagt, hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Die zweite Sache ist, dass wir eine Liebesbeziehung hier in dieser Geschichte haben, die zwar keine typische Liebesbeziehung ist und die von allen Regeln ein Stück weit auch befreit ist, aber auch die Beziehung hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Weil irgendwie hat die auch etwas, wo ich mir dann sagte, da muss man auch erstmal ganz schön schlucken. Für mich ist die Beziehung aber ein ganz kleines bisschen erträglicher als die Szene mit der Mutter, muss ich ehrlich sagen. Und das sind so beide, da hätte man vielleicht nochmal in dem Debütroman von der Autorin nochmal drüber nachdenken können. Aber es ist, wie es ist. Die beiden Szenen oder die Stränge sind halt einfach hier drin. Und ich habe sie sehr gerne gelesen und ich kann sie euch auch empfehlen zu lesen. Also es ist ein guter Debütroman, ein Debütroman, der einen zufrieden aus der Geschichte lässt, bis auf die zwei Szenen. Da muss man tatsächlich am Ende selber entscheiden, ob es Abbruchbedingungen sind oder ob man sagt, okay, man kann drüber hinwegsehen. Ich kann euch leider aber auch nicht so viel verraten, weil ich euch definitiv spoilern würde, wenn ich euch die Szenen näher beschreiben würde. Aber ansonsten kann ich euch grundsätzlich dieses Buch empfehlen. Mich würde hier bei der Geschichte natürlich noch interessieren, ob ihr die Geschichte kennt, ob ihr sie bereits gelesen habt und ob ihr ähnliche Probleme hattet bei diesen Szenen, die ich versucht habe zu beschreiben, ob es euch da sehr ähnlich ging. Das würde mich unglaublich interessieren.
Bevor ich euch meinen obligatorischen Perry Rhodan Heftroman zeige, möchte ich natürlich noch über das letzte Buch mit euch sprechen, was ich gelesen habe. Dieses Buch habe ich aus meiner Challenge 12 Months 12 Books gewählt, weil ich da einfach meilenweit hinterherhänge. Ich hoffe, dass ich diese Challenge noch irgendwie gemeistert kriege, aber es sind ja auch noch ein paar Monate, aber ich gebe mein Bestes. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber ich gebe mein Bestes. Und ich habe eine Geschichte gewählt, die eigentlich sehr, sehr gut klang und im Endeffekt war es eigentlich eine solide Geschichte, mit der man nichts falsch machen konnte, aber die natürlich jetzt auch kein Jahreshighlight darstellt. Und zwar rede ich von Asylon von Thomas Elbe aus dem Piper Verlag. Dieses Buch wurde im Jahre 2011 veröffentlicht und hat insgesamt 441 Seiten. Es ist der Debütroman des Autoren und für einen Debütroman ist er eigentlich so im Ganzen gar nicht schlecht. In dieser Geschichte befinden wir uns in der letzten vermeintlichen Stadt, die es auf dieser Erde noch gibt. Die Menschen in dieser Stadt glauben, dass ein Leben außerhalb der Stadtmauern so nicht mehr existent ist. Und die Menschen, die außerhalb der Stadtmauern leben, sind quasi nur noch Untote oder auch Zombies oder wie man sie auch immer bezeichnen möchte. Die Menschen glauben daran, die Menschen zweifeln auch nicht daran und fristen so in dieser Stadt ja ihr Dasein. Die Stadt hat eigentlich noch nie ihre Glanzzeiten gehabt, sondern sie ist immer eine eigentlich sehr zerfallene Stadt und sie siecht eigentlich nur noch so dahin. Und in dieser Geschichte geht die Frage um sich, beziehungsweise in der Stadt geht die Frage um sich, ist denn vielleicht das Leben außerhalb der Stadt doch möglich und ist vielleicht ist diese Stadt nicht vielleicht doch nicht die einzige, die es auf dieser Erde noch gibt? Und genau dieser Frage geht einfach diese Geschichte nach. Und wir verfolgen verschiedene Protagonisten, die uns das Gefüge der Stadt erklären, die dieser Frage nachgehen, ob denn ein Leben wirklich außerhalb der Stadt möglich ist und welche Machenschaften ja das große Ganze hinter dieser Stadt zusammenhält. Die Protagonisten an sich waren mir, also die Hauptprotagonisten waren mir sehr sympathisch. Sie waren mir sehr, waren für mich sehr klar und waren für mich auch sehr, ja, sehr deutlich, kann man schon sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die ausgereiftesten Protagonisten waren, dass es Protagonisten waren, die nicht vielleicht doch das ein oder andere Klischee bedient haben, aber sei es wie es sei. Die Grundgeschichte war für mich schon eine gute Geschichte, die Kerngeschichte mit der Stadt, dass es die letzte Stadt auf Erden sein soll, hat mir wirklich gut gefallen, also der Kern der Geschichte. Das, was mir dann tatsächlich nicht so hundertprozentig zugesagt hat, war tatsächlich das Ende. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Ende übers Knie gebrochen wurde und dass man hier schnell fertig werden musste. Aber irgendwie hat mir das Ende nicht so wirklich hundertprozentig zugesagt. Ich glaube, dass es hier an der Stelle tatsächlich einfach nur hundertprozentig Geschmackssache gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass einigen dieses Ende wirklich gut gefallen haben könnte. Oder dass sie sehr, sehr zufrieden sind mit dem Ende. Für mich war es ein Ende, ich habe es ein Stück weit so kommen sehen, ich habe es irgendwie geahnt und ich glaube, wenn man etwas ahnt, dann ist es dann doch nicht so zufriedenstellend. Klar, gewisse Dinge ahnt man immer, aber ich hätte mir für das Ende wirklich ein bisschen mehr Würze erhofft. Es gibt einen Punkt, der hat mir wirklich gut gefallen, der hat mir vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr Zufriedenheit gegeben, aber das ist halt ein Punkt vom Ende, bis man dahin kommt und naja. Ja, aber man darf ja natürlich nicht vergessen, dass es sich hier um einen Debütroman handelt und ich finde, das merkt man dann halt eben auch, aber vielleicht sind ja die anderen Bücher von dem Autoren vielleicht ein Stück weit vom Ende her noch ein bisschen ausgefeilter. Wir haben hier natürlich keine, dadurch, dass es sich ja um eine Fantasy-Geschichte handelt, natürlich auch keine sehr hohe Sprache, aber die Sprache an sich hat mir sehr gut zur Geschichte gefallen. Sie hat gepasst, sie war
was ich sehr gut fand, nicht sehr rüpelhaft war, wo ich manchmal dachte, so manche Autoren oder Autorinnen hätten hier wahrscheinlich mehr zu einer rüpelhafteren Sprache gegriffen, was hier nicht der Fall war. Klar, wir haben ab und an mal schon ein paar Dialoge, die sind jetzt nicht sehr nett, aber das ist okay. Aber ansonsten hatten wir eine sehr normale Sprache, sag ich mal, aber einen sehr einfachen Schreibstil, sehr einfache Sätze, jetzt nichts Ausgefallenes, passt einfach zu der Geschichte. Ja, ich kann, also für mich ist es eine normale Fantasy-Geschichte gewesen, überhaupt nichts Schlechtes, ein gutes Buch, was man mal lesen kann, aber definitiv auch kein Jahreshighlight. Also einfach mal eine gute Geschichte für zwischendurch und trotzdem bin ich sehr froh, dass ich dieses Buch jetzt von meinem Suppe befreit habe und ich mal ein Gefühl für Thomas Elbe entwickeln konnte. Ich habe ja noch ein zweites Buch von ihm, das ja ähnlich aufgemacht worden ist, was auch auf meiner Challenge, 12 Months and 12 Books liegt. Und da werde ich definitiv auch nochmal reinschauen und kann dann ja den entsprechenden Vergleich ziehen. Vielleicht ist da ja auch schon eine Entwicklung drin, sowohl in der Entwicklung der Geschichte, vor allem zum Ende hin, und auch von der Sprache her, das macht mich natürlich sehr, sehr neugierig, ob da natürlich auch gleich noch eine Entwicklung drin steckt bei dem Autoren. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, habe ich noch meinen obligatorischen Perry Rhodan Heftroman gelesen. Ich sage da ja immer nur nicht so viel, ich möchte ihn nur zeigen, einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe jetzt hier die Nummer 8 gelesen mit dem Titel Venus Basis. Ich war wieder sehr, sehr zufrieden. Es hat ein bisschen nachgelassen, was das Lesen angeht. Das liegt aber nicht daran, weil ich das Interesse an Perry Rhodan verloren habe, sondern eher, weil ich tatsächlich meine Sub-Challenge im Auge habe und ich merke, ich habe noch zwei Bücher von der alten Challenge, die ich ja noch habe, die ich unbedingt noch bis zum 8. September lesen und bis zum 6. September lesen möchte, da ich die nicht mitnehmen will und die auch wieder Buchkaufblocker sind, so wie die anderen beiden Titel, die ich ja noch als Buchkaufblocker habe, aber daran habe ich schon gearbeitet, da bin ich jetzt schon an einem Buch dran, deswegen hat das jetzt so ein bisschen nachgelassen, aber ich werde das definitiv weiter verfolgen, weil der hier hat mir wieder richtig gut gefallen und ich komme immer mehr so in die Geschichte rein, ich komme immer mehr ein Gefühl für die Protagonisten und vor allen Dingen auch für die Autoren. Es ist ja bei Perry Rhodan so, dass ja immer andere Autoren hier sind. Es sind immer mal wieder die gleichen, aber doch, also von Heft zu Heft immer mal jemand anders. Und auch für die Autoren bekomme ich immer mehr ein Gefühl, vor allen Dingen für die Autoren, die ich sehr gerne mag. So viel zu Perry Rhodan. Somit bin ich wieder am Ende dieses Videos angelangt und ich habe euch meine letzten 5 gelesenen Bücher gezeigt. Mich würde es natürlich wieder sehr interessieren, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr es gelesen habt oder es vielleicht auch sogar lesen wollt. Das würde mich natürlich wie immer interessieren und es würde mich freuen, wenn ihr diesbezüglich auch einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen würdet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bis dahin, tschüss!